Als ich nach einem Unfall und zwei Operationen aus anderen Gründen und einer gerade überlebten Corona-Erkrankung im Rollstuhl saß, hatte ich viel Zeit und so begann ich, eine bereits vorhandene Webseite zu überarbeiten. Sie ist, wie man sehen kann, noch nicht ganz fertig. Aber man kann an ihr demonstrieren, was sie alles einmal zu bieten haben wird. Grundsätzlich mag wichtig sein zu wissen, dass diese Webseite für niemanden erstellt wurde, außer für mich, der etwas für seine Gesundheit, für Körper und Hirn tun wollte. Dabei habe ich in meinem Besitz befindliche Dinge wie Filme, Fotos, Kommentare geordnet und Wissen aus anderen Bereichen hinzugefügt. In einigen Fällen ist es mir gelungen, den Bezug zur Zeit herzustellen, in der sie entstanden sind. Und den Geschichten bin ich nachgegangen, die darum erzählt wurden. Ein gewisser Leitfaden war dabei die Dorfchronik der Gemeinde Pristorf. Daher stammen auch einige Daten und wurden durch Bildmaterial ergänzt. Geschichten von Friedrich Rogge wurden übernommen und durch zeitgenössische Daten ergänzt. Hinzu kamen eigene Recherchen, die ebenfalls in gleicher Form gebracht wurden. Nicht in diesem Film enthalten sind die Bilder von den Katastrophen, die Pristorf mal erleben musste. An vielen Stellen wird die Möglichkeit gegeben, sein Wissen zu überprüfen oder zu ergänzen. Da die Quellen angegeben wurden, kann man diese auch überprüfen. Viele Bilder auf der Seite können durch Anklicken vergrößert werden. Da ich das Verfallsdatum bereits überschritten habe, hielt ich es für sinnvoll, wenn sich rechtzeitig vor meinem Ableben jemand bereit erklären würde, dieses Werk eventuell zu vollenden. Die Wurzeln für meine letzten Zähne, mit denen ich Gras beißen kann, wurden bereits eingepflanzt. Ist die mir gefällt, sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld. Ännchen von Tarau hat wieder ihr Herz auf mich gerichtet in Liebe und Schmerz. Ännchen von Tarau, mein Reichtum, mein Gut, du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut. So wie ein Palmenbaum über sich steigt, hat ihn erst Regen und Sturmwind gebeugt. So wird die Lieb in uns mächtig und groß, nach manchem Leiden und traurigem Los. Händchen von Tarau,
mein Reichtum, mein Gut. Du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut. Würdest du gleich einmal von mir getrennt, lebtest da, wo man die Sonne kaum kennt. Ich will dir folgen durch Wälder und Meer, Eisen und Kerker und feindliches Heer. Entchen von Tarau, mein Licht, meine Sonne, mein Leben schließ ich um deines herum. Thank you.